Hallo und herzlich willkommen zur Kurzrezension des politischen Rollenspiels Suzerain, das im Dezember 2020 von Topo Games aus Berlin veröffentlicht wurde. Ich bin Markus Bassermann vom Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele und für die Datenbank Games in der Erinnerungskultur der Stiftung Digitale Spielekultur schauen wir uns im Folgenden die erinnerungskulturellen Potenziale des Spiels an. In Suzerain übernehmen Spielende die Rolle von Anton Rain, der 1953 seine erste Amtszeit als Präsident der Republik Sordland antritt. Nicht nur die sordische Nation, sondern auch die übrige Spielwelt Suzerains ist zwar fiktiv, die AutorInnen greifen zur Ausgestaltung aber auf gut bekannte global- und innenpolitische Probleme zurück. In vielen Punkten erinnert die Spielwelt daher an die Zeit des Kalten Kriegs und Sordland an ein Land des globalen Südens. Weitere angesprochene Themen, etwa Demokratie oder Diskriminierung, sind zudem zeitlos. Das Spiel verläuft primär über Textfenster, die die Spielerinnen über wichtige Ereignisse im Verlauf der Amtszeit informieren. Diese verlangen Entscheidungen, die mitunter weitreichende Konsequenzen für die nationale Lage, aber auch den Präsidenten selbst haben. Dabei tritt eine Vielzahl an Charakteren ins Rampenlicht, die alle, etwa als Minister oder Unternehmer, eigene Ziele verfolgen und gewürdigt werden müssen. Der enzyklopädische Ingame-Kodex stellt sicher, dass man dabei die Übersicht nicht verliert. Ein klar bestimmtes Spielziel existiert in Suzerain im engeren Sinne aber nicht. Es liegt vielmehr in der Hand der Spielenden selbst zu entscheiden, welche Ideale und politischen Ziele ihr Rain verkörpern soll. Beispielsweise kann er ein marktliberaler Reformer oder ein isolationistischer Autokrat sein. Der Spielreiz ergibt sich daraus, dieser Rolle entsprechende Entscheidungen zu treffen und mit den Konsequenzen umzugehen. Und obwohl die Story des Spiels im Kern determiniert ist, ist das Wechselspiel von Ereignissen, Entscheidungen und Konsequenzen derart verästelt, dass sich mehrere Spielläufe sehr stark voneinander unterscheiden können. Hieraus gewinnt das Spiel seine sehr hohe Komplexität. Ein erster Spieldurchlauf kann bis zu 14 Stunden anspielen. Gerade wegen seines fiktiven Settings ist Suzerain aus erinnerungskultureller Perspektive sehr interessant, da es dadurch das Problem historischer Authentizität vermeidet. Stattdessen greift es eine Vielzahl bekannter Diskurse auf, interpretiert diese im Kontext seiner Spielwelt und konfrontiert Spielende mit deren Facetten. Die Komplexität politischen Handelns und gesellschaftlicher Entscheidungsfindung wird dadurch interaktiv und glaubwürdig erfahrbar. Beispielsweise werden wir schon früh im Spiel, wie gerade im Hintergrund zu sehen, mit der Entscheidung konfrontiert, ob wir einen Teil unseres knappen Haushaltsbudgets in den Ausbau der maroden Infrastruktur stecken wollen. Zur Wahl steht entweder eine moderne Zugverbindung zwischen unserer Hauptstadt und dem Haupthandelshafen oder der Ausbau des desolaten Straßennetzes in der ärmsten Region des Landes. Dies wirkt zunächst wie eine simple Entscheidung zwischen einer eher wirtschaftsfreundlichen oder einer eher sozialen Politik. Aber wie Lilas Graf, Befürworterin der Autobahn, uns mitteilt, würde dieses Projekt auch positive Signale zu unserem Nachbarland senden und könnte so unsere Position in bevorstehenden Handelsverhandlungen bessern. Zudem ist Lilas auch eine zentrale Figur im konservativen Flügel unserer Partei und daher potenziell eine wichtige Verbündete, wenn wir in der Zukunft ein Reformprogramm anstreben wollen. Aber sind diese Gründe gut genug, um ein Verschleppen der Rezension zu riskieren? Und dann ist noch die Frage, welche Firma den Zuschlag überhaupt bekommen soll. Die staatliche Baufirma wäre die günstige und erprobte Wahl, aber vielleicht haben wir im Wahlkampf schon versprochen, von einer Planwirtschaft abzurücken. Die Entscheidung für das größte Privatunternehmen würde uns Sympathien bei den Oligarchen des Landes einräumen, auch wenn es da mit den Arbeitsstandards nicht so gut bestellt ist. Damit demonstriert schon diese frühe Spielszene, dass keine Entscheidung so simpel ist, wie sie anfänglich wirken mag. Die Probleme werden im weiteren Spielverlauf nicht nur komplexer, sondern die Themen auch ernster und gewichtiger. So kommen neben ökonomischen und außenpolitischen Fragen zum Beispiel ethnische Konflikte oder Geschlechtergerechtigkeit zur Sprache. Spielende müssen sich aus staatenlenkter Sicht also einer ganzen Bandbreite von gesellschaftlichen Themenkomplexen stellen. Und je nachdem, welche Ideale und politischen Ziele der jeweilige Anton Rain verkörpern soll, werden sie andere Entscheidungen treffen und andere Konsequenzen erfahren. Für die erinnerungskulturelle Auseinandersetzung ist dabei von großer Bedeutung, dass sich Suzerain einer Wertung darüber, welche Entscheidungen richtig sind, entzieht. Auch ein autoritäres Terrorregime kann im weiteren Sinne erfolgreich sein und Sordlands Wirtschaft und innenpolitische Lage stabilisieren. Aber zu welchem Preis? Mit den normativen Fragen der Entscheidung konfrontiert uns das Spiel nicht durch Punkteabzug oder andere aufgesetzt wirkende Spielmechaniken, sondern schlicht dadurch, dass einzelne Charaktere uns für unsere Taten kritisieren, während andere uns dafür loben. Ganz unmittelbar wirft Suzerain dadurch die erinnerungskulturell zentrale Frage auf, wieso Entscheidungen, die wir im Hier und Jetzt moralisch eventuell ablehnen, im Spielkontext als nachvollziehbar und sogar richtig erscheinen können. Ein heutzutage allgemein anerkanntes Ideal erscheint in Suzerains Welt
schnell alles andere als selbstverständlich oder anstrebenswert. Dass dem Spiel diese substanzielle Vermittlungsleistung gelingt, ist nicht zuletzt Suzerains hervorragend erzählter Story zu verdanken, die bei all ihren Verzweigungen und Wendungen stets glaubwürdig bleibt. Die Übernahme bekannter gesellschaftlicher Themen wirkt nie aufgesetzt oder gar karikativ, was nicht zuletzt den vielschichtigen Charakteren und dem umfangreichen Kodex zu verdanken ist. Es hebt sich dadurch stark von Strategiespielen mit einer ähnlichen geopolitischen Perspektive ab, etwa der Europa Universalis-Reihe, die im Vergleich auf eine hohe Komplexität durch abstrakte Systeme setzen. Dies ermöglicht zwar ein starkes Maß an Zufall und damit geschichtlicher Kontingenz, geht mitunter aber auch auf Kosten der narrativen Glaubwürdigkeit. Gerade hier kann Suzerain also punkten. Bei der erinnerungskulturellen Auseinandersetzung sollte aber auch immer die Perspektive der Spielautorin mitbedacht werden, das heißt, welche Geschichts- und Politikbilder dem Narrativ Suzerains zugrunde liegen. Zum Beispiel sollte in der Auseinandersetzung mit dem Spiel unbedingt diskutiert werden, ob die charakterzentrierte Darstellung einer heroischen Vorstellung von Geschichte Vorschub leistet, die die Rolle außergewöhnlicher Individuen überbetont. So viel von meiner Seite zur erinnerungskulturellen Kurzübersicht zu Suzerain. Weitere Überlegungen, Diskussionspunkte und Einsatzmöglichkeiten finden Sie im zugehörigen Datenbankeintrag. Ich hoffe, dieser Beitrag war informativ, danke für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Stiftung Digitale Spielekultur oder den Arbeitskreis Geschichtswissenschaften und Digitale Spielekultur.